Willkommen zurück bei Yokai Watch. Ich bin jetzt wieder ein bisschen motivierter, noch einige Yokai zu holen, die uns noch fehlen. Und damit auch Blabia. Es ist allerdings auch gerade Nacht und daher warte ich noch bis auf die Schreckenszeit. Wäre aber trotzdem nice, wenn ich vorher noch was machen könnte. Was ist denn hier Rang B? Bei Nacht auch noch. Ja, den brauchen wir nicht. Ist noch irgendwo ein Aokai, wo wir unsere Yokai tauschen können, weil Freundschaft plus will ich jetzt gerade nicht verwenden, wenn jetzt Schreckenszeit kommt und wir keine guten Angreifer haben. Ist ein bisschen blöd. Eigentlich Tagebuch. Wir haben inzwischen fast die 99 Stunden. Ist aber, glaube ich, gar nicht das Maximum. Ja, tauschen wir die mal wieder aus. Ross und Shogunian fehlen uns hier gerade nämlich. Shogunian hat doch so ein hohes Level schon, ey. Wie waren die denn überhaupt aufgeteilt? Das kann ich euch gerade gar nicht sagen, wie ich die Teamverteilung hatte. Ja, ich würde sagen, die Teamverteilung ist ganz gut. Hier haben wir so ein bisschen defensives Team mit Gilgaross. Der 169. Dann Duckets Abwehr ist ein bisschen schwach, aber hier habe ich auch mehr auf Geschwindigkeit trainiert. Und Geistigkeit ist bei ihr auch echt gut. Was hat der denn für ein Item dabei gerade? Positive Beseelung wirkt länger. Er ist jetzt nicht unbedingt, was ich auf ihm will. Nehmen wir stattdessen die Stärkungsglocke. Da haben wir auch keinen Nachteil von. Diese ganzen Items hier. Viptor-Handschuh kann man, denke ich, nehmen, aber nicht auf Shogunian. Was ist denn das für ein Item, ey? Jeder Wert wird halbiert. Wie sollte man das nehmen? Ich denke, gegen Wutzumon können wir auch noch mal antreten. Jedenfalls, wenn ich eine Ampel finde. Oder Schreckenszeit kommt, was auch immer. Weil, um Orkanos zu bekommen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, es ist ewig her, dass ich Yokai Watch aufgenommen habe. Das werden eh so alle drei Projekte ungefähr gleich enden. Habe ich auch so ein bisschen unterbewusst. So, ich hatte immer Bock auf die Let's Plays, die gerade noch am längsten brauchen. Außer natürlich Donkey Kong, das habe ich seit Monaten nicht mehr gespielt. Da fehlen mir eigentlich auch noch drei Welten, aber bis dieser Part erscheint, bin ich vermutlich schon durch. Oder eben Fire Emblem ist wieder gerade wichtig. Es kann natürlich auch sein, dass ich wieder ganz viel Fire Emblem habe. An der Sonneneck-Haltestelle hier sollte eigentlich Rambizambi sein. Aber nur unter Automaten, habe ich gehört. Das heißt, wenn wir hier irgendwo Rang B mal treffen sollten, dann unbedingt nachschauen, weil Rambizambi fehlt uns auch noch als Eintrag, aber mindestens gesehen haben will ich den dann doch schon. Na, geht doch. Ja, was mochte der normale Burger, oder? Nicht? Auf Fleisch war's. Ach nee, Alter. Aber jetzt will ich deswegen verkackt. Ja, wir haben nur dreimal marmoriertes Fleisch, wow. Vielleicht können wir in diesem Part ja auch Ogrados besiegen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, aber es kann auch sein, dass er einfach nicht auftaucht. Und da verwenden wir mal schnell ein Item. Eigentlich fände ich es so schon geil, wenn QB besehen würde. Ach, der auch, aber trifft nicht. Ach komm, ey.
Muss nur einmal treffen, dann haben wir schon einen sehr großen Vorteil. Einfach weiter versuchen. Einfach weiter versuchen. Kyubi, du kannst es schaffen, komm. Nein. Okay, das wird scheiße. Das stellt ein großes Problem dar. Okay, ich werde nicht mehr die dazu holen. Dann Dackel, du musst schnell heilen. Dann Dackel. Dann Dackel. Okay. Scheiße. Geben wir noch was Kleines dazu. Er macht 180 Schaden und 120 bekomme ich geheilt. Ich muss da immer ein Item dazu geben. Aber Schaden teilen werde ich auch ganz gut aus. Und so viel soll der überleben. Wieso weicht ja jeder Beseelung aus? Ach komm schon. Vergesst es immer, was Cubies Lieblingsfutter ist. Und Level muss ich eigentlich auch noch farmen, weil zumindest gegen den einen Oni haben wir gar keine Chance mit dem Level. Da brauchen wir mindestens mit jedem Level 85, würde ich sagen. Und selbst dann wird es noch schwierig. Ja, schnell ein Currybrötchen kommen. Das wird schon reichen, vor allem wenn er noch blockt. Sehr gut. Der Block war gut. Nochmal hier was Kleines drauf kommen. Ja, wir haben ihn gleich. Cobtail müssen wir auch nochmal besiegen. Wir haben es gleich, komm. Jetzt nicht nachlassen. Der nächste Schlag ist es. Okay, nicht, wenn er von der Dackel kommt. Okay. Ja, Erfahrung minimal. Der ist auch recht schwer zu bekommen. Oh, die sind relativ low. Burger müssen wir uns nochmal welchen nachkaufen. Marmoriertes Fleisch fehlt uns gerade auch ein bisschen. Ich würde sagen, wir geben dem Ganzen noch einen zweiten Versuch. Wenn nicht sogar Garros auf den Weg noch kommt oder Ogralus. Also marmoriertes Fleisch. Und wieder versuchen wir ihn zu besiegen. Hagel auf Dogonian. Sieht so aus, als wäre Ice Strong gegen Wind. Wind ist Strong gegen Feuer. Ne, Wasser ist Strong gegen Feuer. Blitz ist Strong gegen. Da muss eigentlich so. Ja, lass mich mal nachdenken. Alles hat so ziemlich einen Vorteil, würde ich sagen. Oh, chill, chill. Okay. Also. Blitz hat einen Vorteil. Es gibt noch Boden. Boden. Okay, Boden hat einen Vorteil gegen Blitz, nehme ich an. Dann hat Wind einen Vorteil gegen. Wind hat einen Vorteil gegen Boden. Gegen Blitz. Es hat einen Vorteil gegen Wind. Das ist kompliziert, ey. Und Kyubi kann zwar aufhören zu trödeln, wir sterben hier gleich alle. Du bist so ein dummer Wichser, ey.
Okay. Jetzt trödelt der, Alter. Was ist denn los mit dem? Uzumon ist übrigens auch ein gutes Teammitglied, also. Wenn ihr euch noch nicht für ein Teammitglied entschieden habt, dann versucht ihn immer wieder zu besiegen und eventuell schließt er sich euch dann irgendwann an. Ich würde ihn als Teammitglied empfehlen. Ich hatte ihn zweimal dabei und Graf Karius auch mal. Mein Team war so zwei Healer, zweimal Buzumon, zweimal Graf Karius. Ey. Ich war so stolz auf meine zwei Buzumons. Und mir fällt gerade schon wieder auf, dass das Game viel zu leise ist. Ey, wieso passiert mir das immer? Das kann doch nicht sein, ey. Ja, ich hoffe, dass ich nächstes Mal drauf achte. Komm schon. Fire Emblem ist ja in dieser Part, erscheint sowieso schon seit ein, zwei Monaten rum. Zu viel Szene. Nein, das hat keine Zeit. Ich muss jetzt handeln, Shogunian. Wieso trödeln alle, ey? Ich bräuchte echt wieder Zangenzahn. Sein Talent ist einfach krass, aber ey, sein Einzel-Ulti verschreckt mich halt. Natürlich darf der zweimal hintereinander angreifen. Wahrscheinlich. Ist in Ordnung. Shogunian hat noch einen Heal-Effekt. Der hält es soweit aus. Sehr gut. Komm, diesmal aber mit marmoriertem Fleisch. Komm schon. Naja, ich werde es noch ein drittes Mal versuchen und obwohl. Ja, schauen wir erstmal, wie es mit der Schreckenszeit aussieht. Dazu verschnelle ich die Zeit mal ein bisschen. Warten wir aber mal ein bisschen. Wieder auf der Karte, wie die ganzen Leute in der Zeit rumlaufen. Es muss doch die Schreckenszeit kommen. Ich habe seit langer Zeit nicht mehr Yokai Watch aufgenommen. Vielleicht werde ich dabei rumfahren. Vielleicht erscheint er dann eher. Das scheint er nicht, hä? Der muss doch auftauchen. Also mit der letzten Trophäe hat es immer noch nicht geklärt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie dieser Code aussieht oder wieso er nicht funktioniert. Kann sein, dass es irgendein Emu-Bug ist, aber. Kannst du eigentlich sagen. Und wieso taucht Garros jetzt nicht mehr auf? Soll ich verarschen? Ja, hallo, die Zeit ist schon. Es wird schon bald wieder morgens, ey. Vielleicht ja am nächsten Tag. Ansonsten können wir mal auch zu Cocktail rüber. Das noch einmal bei ihm versuchen. Nein, diese kleine Hütte hier. Also, und er mochte Gemüse. Haben wir denn noch da etwas?
5, okay. Hat sich gereinigt, aber viel Schaden erlitten. Und wird direkt wieder besät, Alter, der Arme. Kommt schon. Auch die Seele. Komm, es müsste mit dem Team doch gut gehen. Ah. Okay. Ey, wenn es einen Cheat dafür geben würde, dass ich diese sofort anfreunde, ich wäre der Erste, der den verwendet, ey. Aber wenn man mir Geistigkeit bringt. Ja gut, Arcana hat schon Stärke. Aber Shogunian wendet es ja eh nie an, also. Und der will sich immer noch hier anfreunden. Noch ein weiterer Fehlschlag. Okay, der taucht doch mal auf. Vielleicht ist es ja diesmal Ockeralus. Aber ich habe gehört, wenn man ihn öfters besiegt, steigert sich wohl die Chance, dass ein anderer auftaucht oder wenn wir ihn denn überhaupt paar Mal besiegen, wird nur noch Ockeralus auftauchen, so ziemlich, zumindest war es bei mir immer so. Ja, moin, was machst du denn da oben, Dude? Ja, komm mal her, Minion. Na, da bin ich bei vollem Leben. Nathan schaut sich noch so um, woher kommt es? Während der einfach vor ihm steht, ey. RIP. Geben wir das mal Ashura und Kyubi. Angriff noch an. Das ist gerade ein guter Moment, um hier ein paar Sachen zu verteilen, würde ich sagen. Erstmal an der Stelle. Ja, Garros, warte gleich. Gleich. Chill. Wir können gleich kämpfen, okay? Du willst doch einen spannenden Kampf haben, oder etwa nicht? Ja, gleich können wir kämpfen, komm. Ich habe hier auch ein paar noch versucht zu fangen. Aber habe leider nicht die gefunden. Und da war ich dann auch ein bisschen am Verzweifeln, ob ich wirklich machen soll mit den Fusionen, weil manche echt beschissen sind zu bekommen. Jetzt einfach gesagt. Ja, die Klugeln werde ich sicher nicht alle auf Komashura hauen. Oder Fatih Blum. Na dann komm her, Großer. Das ist aber ein geiler Hintergrund, ey. Ja, schauen wir mal, was der jetzt. Einfach mal zurücklehnen, extra Geschwindigkeit aktivieren und sollte der Kampf auch schnell getan sein.
Werde dann vermutlich nach dem Part noch bis im endlosen Inferno rumhauen. Einfach mir noch bis Erfahrungen abholen. War ich denn überhaupt im endlosen Inferno? Ich glaube, ich war bei Apokalypse. Sollten wir dem endlosen Inferno sowieso yokai-technisch durch sein. Ich wollte gerade noch Kyubi heilen, aber. Ja gut, der hat dann doch dann Dackel, bis er auf die Plätze bekommen. Aber wir haben es gleich, komm. Das Game nicht schon schnell genug, stellt es aber noch schneller. Ey Junge, hier sind gerade alle so kurz davor zu sterben. Dackel stellt sich aber auch gut an. Jetzt trödelt die halt. Ich glaub's nicht. Trotzdem geschafft. Eventuell wird beim nächsten Mal ja auch Rados auftauchen. Jetzt finde ich es erstmal gut, dass wir uns noch ein paar Level geholt haben. Und dann können wir auch noch schnell umschauen. Was es noch für Yokai gibt, die wir brauchen, die nicht allzu selten sein sollten. Und bei Doof Cup schaue ich mich dann nochmal um. Ich hatte gerade eine Seite offen, die hoffentlich ein bisschen besser ist. Also, wie sieht's denn aus? Erstmal Dynamon. Dynamon fehlt uns noch, oder? Weil er ist im endlosen Inferno, Kreis 1 und 2. Also. Sengo, Mondlichtgang, Blütenbühl. Ich glaube, die Übersetzung ist ein bisschen weird. Und vor allem, wo ist hier Doof Cup? Der ist doch Mystiker. Hab ich den übersehen? Bäume, Nacht, in. Tatsächlich bei Nacht. Das wurde auf der einen Seite nicht angezeigt. Wie asozial ist das denn? Da wurde einfach nur Bäume, Innenstadt angezeigt. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich versuche es nächstes Mal bei Nacht. Habe dann den Part gestartet mit Blabia. Noch nach Schreckenszeitbisse gesucht. Und dann steht da einfach, dass es bei Nacht ist. Aber es stand auf dem anderen Ding nicht da. Junge. Ich hab da 10 Minuten oder so verschwendet, ey. Ist zwar nicht viel, aber das hätte trotzdem nicht sein müssen, komm. Regt sich da dann trotzdem drüber auf. Ist es ja. Muss ja sein. Ja. Ja, die Rares könnten wir uns ja im letzten Part nicht holen. Ich ja auch ein bisschen abgefuckt war, deswegen nicht mehr aufgenommen habe. Süßigkeiten magst du, habe ich gehört. Na dann gönn dir. Hä? Der weicht ja alle Maus, Alter. Ist der krank. Perfekt. Natürlich. Sehr schön. Dann können wir uns aber noch nach einem anderen Spot umschauen von einem Rare. Ich weiß gar nicht, wie man den am besten triggert, aber. Wir schauen jetzt einfach mal nach, ob er da ist und wenn nicht, dann wird er ein anderes Mal da sein. Was ist noch hier? Schlabbert haben wir schon. Bei dir kann nämlich in irgendeiner Stimme. Wir haben ihn schon wieder, oder? Sehe ich das richtig? Ist das Schandmeere? Wieso speichere ich so?
Ich glaube, wir haben ihn wirklich schon wieder. Natürlich versagt dann wieder das Ding, wahrscheinlich. Ja, weil ich Save State lade. Da ist er, den brauchen wir auch noch. Hätten wir ja noch einen seltenen in diesem Part bekommen. Hoffe ich zumindest. Muss ich aber schnell rund. Der Krankenhausnacht steht bei Oma Cabra. Scroll ich mal runter. Bäume, Waldberg, Rhinozeros. Rausch Park Innenstadt. Ja, aber ich suche jetzt lieber mal nach Schummriger. Also, wo ist es denn? Hier ist er, Gemüse. Also. Sorry, dass es jetzt zu lange gedauert hat. Aber ich denke, wir werden trotzdem noch einen weiteren Joker in diesem Part bekommen können. Mal schauen, was sich so anbietet. Dann. Und so die Orgalos Orkanos Appeared Cutscene würde ich euch auch gerne mal zeigen. Natürlich taucht dann die Seele auf. Komm schon. Komm. Okay, ich werde mal ein bisschen grinden. Weder Boots noch Schandmeere wollte sich anfreunden. Ich habe beide nochmal versucht. Wollte aber nicht. Und dann bin ich noch den hier gestoßen. Als ich gerade eigentlich nach Schmöker gesucht habe, den können wir dann im nächsten Fall oder so machen. Jetzt schaue ich erstmal, was er denn mag. Wo ist er denn? War ja. Süßigkeiten. Wird von seiner Grundform unterstützt. Das werden wir jetzt nochmal zum Ende des Parts probieren. Und wenn er sich nicht anfreundet, dann ist es eben so. Dann haben wir zumindest den Eintrag. Ich habe keinen Bock, da jetzt noch länger zu grinden, weil sich die meisten einfach nicht anfreunden wollen und ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Da die Seele haben wir schon, stimmt ja. Ist schon wieder vergessen. Schon. Ja, zumindest wissen wir jetzt, dass er hier ist. Und haben uns wieder zwei neue Joker dazu geholt. Nämlich Blabia und Doofkap. Beide sogar auf dieser Seite hier. Naja, meine eigenen Ziele sind jetzt eh. Ich kann euch nochmal sagen, wo die Yokai sind, die wir noch nicht gesehen haben. Grobro sollten wir wissen. Wird allerdings nicht angezeigt, da er vermutlich in der Yokai World oder so ist. Also ich schaue nochmal auf der Liste aller Yokai nach. Was ich euch denn noch
mitgeben kann. Wir müssen rüber zu Schummriger Mystiker. Oh, wo ist es denn? Der fast letzte Yokai. Also, Mondlichtgang Blütenbühl ist Zengu. Die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, die gehe ich hier einfach mal schnell so ein bisschen durch. Rhinocia Boss ist bei. Das ist dieser hier. Bei den Bäumen beim Altberg. Zeit ist nicht angegeben. Also dann. Brausch. Park in der Innenstadt ist dieser hier. Hier haben wir alles. Dann gibt es hier, der kommt von Parablitzig. Da ist er, Onkel Omni, Krapfenhügel, Telefonmast, Blütenbühl. Da steht jetzt nichts davon, dass es nur bei Regen ist, wovon ich eigentlich ausgegangen bin. Die hier kennen wir auch. Kalauer auch, Gustav auch. Hier haben wir jetzt ihn mal gesehen. Ja, dann gehen wir gleich schon runter zu Glitschiger. Amokrele, östlicher Fluss nach Krämerviertel. Das ist dieser hier. Dann gibt es noch Wasser. Aus das Recolored Haus, der heißt der. Habe ich auch letztens herausgefunden. Er mag Brot und Aufenthaltsort nicht bekannt, weil man ihn nur einmal bekommen kann, so wie Stumpf. Und das ist dann eben beim Waldberg, wenn man da Geld reinmacht, wo ich keine Ahnung habe, wirklich, mit wem man dafür sprechen muss. Ich kann es euch echt nicht sagen. So. Alles Weitere ist dann unwichtig, dann kommt es zu den Bossen und Bosse für uns auch noch zwei. Das ist ja so ziemlich mein Ziel, womit ich das Game abschließen will. Sag mal, haben wir wirklich jetzt die ersten Seiten vergessen? Rambi Zambi habe ich noch gar nichts gesagt, der müsste aber auch bei der Wohnsiedlung. Nee, Automaten war es. Stimmt, wir haben bei Mystiker angefangen. Also. Ist ganz am Anfang. Da ist er, Rambizambi, Sonneckhaltestelle, Automatenpark, Blütenbühl. Aber rare, das heißt, da solltet ihr euch am besten irgendwas in der Nähe suchen, wie schnell dran kommt. Hier ist ein Recolor von Zangenza. Das ist die Fusion von Hornboxer, die bekommen wir eben nur durch Fusionen mit den Insekten, wo ich nicht weiß, wo die sind. Den Rest werden wir in diesem Let's Play wohl nicht mehr sehen. Vielleicht werde ich allerdings trotzdem noch nach ein paar suchen, damit der Part einfach nicht nur Orkanos ist. Oder den hier noch holen, was es halt noch zu tun gibt. Und was vor allem auch meine eigene Interesse weckt. Weil ich auf alles Weitere dann keinen Bock mehr habe. Na dann bis zum nächsten Part und ciao.